Hallihallo, moin, willkommen zurück. Nordfriesischer Marsch ist wieder hier und ja, Paletten haben wir gesagt, machen wir heute. Wir hatten ja hier den Wagen schon bei der Mühle stehen, das heißt Mehl, was haben wir? 50.000 Roggenmehl, 50.000 normales Mehl und 20.000 Liter Kleie. Gleich eingesackt und dann würde ich sagen. Ja, der Big M ist angekommen. Den können wir gleich seine Missionsarbeit geben. Wir gucken jetzt erstmal zur Zuckerfabrik rüber, weil da dürfte ja jetzt nichts weiter mehr rauskommen, weil wir da ja fertig sind sozusagen. Das heißt, wir können aber zur Not gleich, wenn wir alles eingeladen haben, dort einmal noch eine Zwangsentleerung machen. Weil da steht gar nicht so viel rum, dass wir die wirklich einmal kompletto leer bekommen. Ne, das war hier oben irgendwo. Fettzucker. So, das und das. Ja, Abwasser können wir abholen. Rübenschnitzel, Kompost machen wir dann auch. So, jetzt müssen wir da nur irgendwie. Einigermaßen dazwischen. Dann geben wir die Melasse direkt wieder ab hier. So wie es reinkommt, läuft es wieder raus. Bisschen weiter rüber drücken hier. Ja, dann fahren wir einmal schnell bei der Zellstofffabrik noch vorbei, gucken, was wir da mitbekommen. Weil so halb leer runterfahren ist ja auch doof. Aber während der hier leer läuft, genau, den da, können wir dem Kollegen ja schon mal einen Kursus geben. 10,4 Meter Vorgewende auf den Bahnen loslegen. Genau so soll es sein. So, komm, generiere, generiere. Oh, sieht einigermaßen gut aus. Los geht's. Ah ja, guck mal hier, Wasser. Da war doch was, da war doch was. Das so schlecht ran. Was habe ich jetzt aber? Dann tun wir gleich hier einmal Wasser machen. Wir müssen auf jeden Fall Wasser zum Kuhstall 2 bringen. Das wäre dann das nächste Ziel für den hier. Kuhstall 2, Wasser. Ja, guck mal, das Labor braucht Karton. Da können wir ja direkt von der Zellstofffabrik dann wieder rüberfahren. Eieiei. Hier war doch eben schon das Abladesymbol. Wasser wird hier nicht angenommen. Hallo? Oh, da war es wieder. So, jetzt aber. Ja gut, dann machen wir mal hier weiter. Ja, wir können, warte mal, einen von denen können wir auf jeden Fall schon mal losschicken. Das war Feld 61. Und wo muss denn das Ballengedöns hin? Zur Gärtnerei. Ja. Haben wir. Los geht's. So. Melasse ist alles runter.
Dann geht es hier. Oh, weiter mit beladen. Drehschemel rückwärts fahren. Ja, guck mal. Wie wir das hinbekommen haben. Ups, falsche Taste. Ha. So, der hat sich wieder mit den Spanngurten verkeilt. Ja, dann Zellstofffabrik. Gucken, dass wir da ein bisschen Karton... Oh, na. Oh, habe ich vorhin auch die Spanngurte nicht gemacht. Entschuldigung, kurze Blockade, geht gleich weiter, geht gleich weiter. So, komm, guck. Dann fahr du mal. Ja, nochmal. Zellstofffabrik, Karton holen. Rüber zum Labor. Und ansonsten erstmal wieder alles wegbringen. Dann nochmal hier hoch, Fischer und Zellstofffabrik weiter leer machen. Boah. Kriegen wir alles irgendwie hin. Ach Gott, ist wieder wild beladen, aber das muss passen, so. So, dann wieder hier rüber. Ja, die Ernte, die läuft schön. Wir verkaufen Kalk nebenbei. Und da müssen wir demnächst mal gucken, wo wir noch weiter machen können, damit wir wieder ein bisschen an Geld kommen. Ich weiß aber immer noch nicht, wie wir oder was wir uns als nächstes holen. Ob wir uns wirklich schon den Schlachter holen. Oder doch vielleicht erst irgendwie die Molkerei. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder die Käserei. Ja, wir müssen einfach mal gucken, was es zum Beispiel für Fleisch an Kohle gibt. Und das können wir eigentlich machen, während wir hier abladen. So, lass uns doch mal so ein bisschen die Preise angucken. Zum einen wäre das ja das... ja, guck mal, wenn wir schon hier sind, Mehl. 1500. Hier wäre ein so ein Punkt, 2000. Hier die Milchprodukte sind so bei 2000. Ja, was halt auch interessant wäre, wäre der Tischler. Ich glaube, der wäre sogar sinnvoll, weil dann können wir auch Honig machen. Ja, frisch, ja, guck mal, Käse ist halt 3000 Euro. Ist auch eine Menge. Zement, die Zementfabrik. Da könnten wir die Sachen aus dem Kieswerk verarbeiten. Oh, das sind schon wieder so viele Wünsche auf einmal. Fleisch ist auch gute Preise. Tja. Ja, Zement wäre halt interessant. Käse. Ja, es ist alles irgendwo spannend, aber wir können nicht alles zusammenbauen. Das geht definitiv nicht.
So, guck mal, jetzt sind wir hier erstmal leer. Dann würde ich sagen, um jetzt mal da ein bisschen Ordnung zu machen, einmal neu beladen. So, dann machen wir hinten einmal. So. Dann können wir nämlich jetzt noch mal bei der Zellstofffabrik vorbeifahren, den Rest einsammeln. Tja, jetzt haben wir uns angeguckt, was die Preise sind, aber irgendwie zu einem Ergebnis, wo wir weitermachen, sind wir immer noch nicht gekommen. Ja, wie gesagt, der Tischler wäre halt interessant. Da könnten wir die Bretter weiterverarbeiten, zum Beispiel. Wir würden mehr Leerpaletten machen, wobei wir eh schon genug haben eigentlich, aber eben Bienenstöcke und Möbel und so Zeug. Ja, ich glaube, es wird der Tischler werden. Den können wir ja rein theoretisch hinten beim Sägewerk auch bauen. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen gucken, dass wir möglichst alles mitnehmen. Ja, wir sind voll. So, dann würde ich sagen, Kollege, du fährst mal nach Hause und wir springen mal kurz zum Sägewerk. Ich will mir das mal angucken, wie das platzmäßig hier aussehen würde. So. Und wenn, dann müssten wir das ja quasi hier in diesem Wald bauen. Jetzt müssen wir mal schauen, den Tischler, wie groß der ist. Das ist die Werkstatt Tischlerei. Ja, das ist schon wieder, aber geht eigentlich. Das würde auf jeden Fall hier hinpassen. Das ist doch gut. Jetzt hätte ich vielleicht noch gucken sollen, was der kostet. Malzfabrik, Mehlfabrik, Textiltischlerei. 1,6 Millionen. Ach du heilige Güte. Okay, das wird ein bisschen dauern. So, du hast hier aufgehört, weil da nichts mehr war. Okay, gut. Passt. Kuhstall Nahrung fehlt. Guck mal, dann machst du doch mal hier Kuhstall. Mischfutter, Mischfutter, Schüttgut. Und das ist der Kuhstall 1. Kuhstall 1, Futter, Mischration. 2 Runden. Los geht's. Kommst du hier raus? Ich hoffe es doch. Ja, gut. So, hier muss entladen werden. Der ist unterwegs. Wir werden verfolgt. Der macht seine Arbeit. So, dann können wir eigentlich den hier wieder weiter sammeln lassen. So, und wir brauchen. Ah ja, der ist fertig, dann können wir den nämlich auch weiterschicken. Und den tun wir einfach hier hinten raus. Beziehungsweise sollte der sich einen Weg selbst finden. So, wir brauchen den LKW. Den da. Ja, dann fahren wir jetzt gleich nochmal hoch zum Fischer. Räumen den Fischer aus, den Rest von der Zellstofffabrik. Dann ist das erledigt. Das Sägewerk müssen wir dann noch leer räumen.
Aber das heißt auch, wenn wir irgendwann den Fischer uns, Fischer, den Tischler, müssen wir da hinten die Bäume wegmachen. Das wird ja auch dann nochmal eine Aktion werden. Ist die Frage, sind die eigentlich inzwischen ausgewachsen? Aber ich denke mal ja, oder? Ausgewachsen, ja, guck mal. Dann machen wir nämlich hier alles weg. Die Hütte entfernen wir dann auch. Und dann bauen wir hier den Tischler noch hin. Genau, so machen wir das. So, der ist voll. Hier die Ernte läuft. Das sieht gut aus. Der ist unterwegs. Der ist. So, wir sind hier leer. Das heißt, für uns geht's wieder hoch Richtung Fischer. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie zwischendurch auch mal irgendwas verkaufen. Weil wenn wir da jetzt noch die ein oder andere Fuhre Diesel kaufen müssen, wird das irgendwann eng mit dem Geld. Da müssen wir uns ranhalten. So, dann hängen wir gleich wieder den Anhänger einmal ab, um den Fischer besser leerräumen zu können. Das machen wir. Gucken wir mal, was wir da an Fischzeugs bekommen. So, hier oben Zuckerfabrik Labor waren wir ja durch. Gut, also dann können wir jetzt auf jeden Fall mal festhalten, der Tischler ist unser nächstes Ziel. Da arbeiten wir jetzt drauf hin. Dann würde ich sagen, da wir eh Hackschnitzel in der Zellstofffabrik brauchen, können wir das ja mit dem Trex machen und mit dem dann hochfahren auch einfach. Das wäre doch eine Option. So, dann stellen wir den mal kurz hier ab. So, Autoload ist an. Genau, dann würde ich sagen, dann machen wir in der nächsten Folge ein bisschen Hackschnitzel. Auch mal wieder was, was wir schon lange nicht hatten. So. Naja, da sind noch welche. War es das? Ich würde mal vermuten, ja. Aber der tut wieder hier beladen wie noch was. Naja, gut. Ja, und ich weiß, hier ist laut. So. Anhänger dran, Zellstofffabrik. Die Reste. Das dürfte ja auch nicht mehr so viel sein. Dann laden wir erstmal ab und danach geht es. Wo ist mein Anhänger? Ah, da. Dann noch Sägewerk. Und dann eben, wie gesagt, morgen die Hackschnitzel. Da können wir gleich gucken, dass wir den Fräser schon mal losschicken. Hallo, da steht noch einer. Jetzt nicht mehr. So, Paletten abladen. Genau. Okay. Wo? Ich frag mich, warum? Kommst du hier raus? So.
Gut, den da. Dann schicken wir den nämlich zum Kiesberg. Dann machen wir dann morgen schön die Schnitzelchen. So, der ist hier fleißig am Machen. Der ist da. Ja, Stroh können wir immer noch machen. So, ich glaube, wir können hier jetzt auch den zweiten mit dazu holen. Feld 61. Na, genau, Verkauf Gärtnerei passt. So, Abflug. Und ja, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, sehen wir schon wieder. Die Zeit ist abgelaufen, beziehungsweise wir haben schon wieder massiv überzogen. Also morgen geht's weiter. Guckt gerne wieder rein. Ich würde mich freuen. Und damit kurz und knapp Tschüss und bis dahin.